Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Pharma 2.0 und natürlich wieder mit dem Stallus am Start. Hallo! Ja, wir starten hier gleich mal heute rein, weil der Stallus, der hat nämlich ein bisschen Stress, der muss ja heute noch ausräumen. Das ist richtig. Ja, deswegen machen wir jetzt hier gleich mal ein bisschen Druck auf der Pupille hier und machen das Feld nämlich leer. Und dann Stallus. Was hältst du davon? Es steht ja der Winter vor der Tür. Und was meinst du, wollen wir ein bisschen Holz machen? Es steht der Winter vor der Tür. Da habe ich direkt schon wieder was anderes im Kopf. Was ist denn da wieder? Was? Ich hab doch damals mal von Kaya Jana, der hat doch so ein Sketch oder so was gemacht. Ja. Wo auch jemand die Tochter heiraten oder um die Hand der Tochter anhalten wollte. Ja. Und da stand er doch immer da vor der Tür. Ach so. Vor diesem türkischen Ehepaar. Ja. Die hatten sich doch gefragt, wer das ist, und dann Eisklotz ist da oder Schnee. Nein, Winter, mein Name. Deshalb, wo du gerade sagtest, der Winter steht vor der Tür, deshalb. Das stimmt, das ist, ja, das kommt mir auch nochmal in Sinn. Ne? Ja, immer wieder schön. Ja, aber Holz, ja. Ja, so ein bisschen, dachte ich mir, tut vielleicht auch unserem Geldbeutel gut. Ist möglich. So, ich sag mal so, zwei Dullis im Wald, ne? Kann nur schief gehen. Ja, das ist astrein. Deswegen, ich habe sogar schon mal geschaut vorher, ne? Muss ich ja sagen. Ich müsste ja wieder auf den Standeswort, ja. Kann ja wieder nicht pünktlich. So, Zeit habe ich natürlich. Anlaufschwierigkeiten. Ja, alles in Ordnung. Zeit habe ich natürlich effektiv genutzt. Ne? Aha. Und habe schon mal so einen Anhänger rausgesucht. Ne? Ja. Mit dem werden wir dann Holz laden. So. Ah. So ganz professionell. Also du oder ich weiß es noch nicht. Na gut, erzähl mal dann mal. Das wird sich dann zeigen. So, warte, kommen wir mit dem nächsten Gefährt. Ja. So, warte. Bin ein Filu, ich komme hinten durch die Ecke. Gute. Ja, das passt. Ja, passt locker. So, Augenmaß ist alles. Ja. Wunderbar, das ist Häckseln à la Provence, ja. Nee, à la carte, naja, egal, auf jeden Fall gut. Sind wir schon wieder beim Essen? Ja, wie immer halt, ne? Klar. Ich hab mir gestern Abend, also in der Nacht nach dem Stream, hab ich mir noch schön vier Schnitzel gegönnt, ne? Oh, wie viel? Na, vier, oder? Also ein Kühlschrank. Halbes Schwein. Halbes Schwein noch über den Toaster gelegt. Ja, die waren, das war noch da. So, und das musste weg. Ich habe halt nach dem Stream habe ich immer übelsten Hunger. Wahnsinn. So. Und dann muss halt was Herzhaftes her. Ja, wenn mich dann die Schnitzel immer so anlachen, kann ich nicht nee sagen. Ich frage mich nur hier und da mal, wo das bei dir hingeht. Das ist ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Das tust du oben rein, das fällt irgendwie direkt wieder raus, weil das setzt nicht an und gar nichts. Ja, Wachstum halt, ne? Ja, das ist übermäßig guter Stoffwechsel, ist das, leider. Leider. Ah. Aber ich leider? Weil ich hätte gern so 10 Kilo mehr, normal. Jetzt nicht Fettanteil, aber so, weißt du? Und das macht sich aber immer sehr schwer mit so einem guten Stoffwechsel. Ja, du hast ja zu viel Zeit zum Essen. Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe schon gemerkt, ich habe so an der rechten und der linken Seite ein kleines Pölsterchen bekommen. Ach Gott. So, ein kleines. Es ist minimal, aber ich sehe es. So, weil die Kontur hat sich geändert. Kontur? Nicht einfach nur, weil ich irgendwie Blähbauch habe oder so wegen der Zwiebeln. Nein. Kontur hat sich geändert. So. Habe ich mir so. Ja, fahr doch gleich hier. Da brauchst du nicht so rein. Da habe ich mir so gedacht, na okay, trainieren wir das mal weg. So, natürlich gleich wieder Sit-Ups gemacht, gegen die Kontur, die sich da bilden könnte. Ja,
gut, aber du hast doch eben selber gesagt, der Winter steht vor der Tür. Ja, da ändert sich trotzdem nicht viel. Essverhalten wird eher noch mehr, weil draußen ist kalt, der Körper muss Wärme produzieren. Ja gut, und du musst, ja, klar. Winterzeit ist sowieso geil, ne? Mal davon abgesehen von der Schokolade, Schokolade ist ja eh nicht so meins, aber dieser Spekulatius. Wobei ich beide Sorten irgendwie so sehr mag, ne? Ja, mir ist egal, Hauptsache Spekulatius. Und? Ja, ja. Und, okay, da gibt es eine Ausnahme mit der Schokolade, das müsste ich dazu sagen. Kennst du die Dominosteine? Boah, jetzt muss ich überlegen. Also stimmt, mal gesehen oder auch mal gegessen, aber habe ich jetzt nicht mehr so im Schirm. Na, diese, die sind ummantelt mit Schokolade, ja. Haben Gelee drinne und Marzipan, weißes. Ah, ne, dann habe ich sie doch nicht gegessen, weil ich nicht der Marzipan-Typ bin. Okay. Gar nicht? Ne. Na gut, Marzipan muss sagen, okay, wird er ab und an gehen. So, ich bin voll. So, warte, ich muss erstmal die Dinger leer machen, ja. Junge. So. Ja, der Dechsel mal sagt, er ist voll. Das kann der niemals sagen beim Essen. Nee. Ach komm, so schlimm sind die Essgewohnheiten jetzt auch nicht, wenn wir essen sind. Ja, nee, aber ich sag mal, Essen ist ja auch wichtig. Ja. Deswegen brauche ich schon früh immer eine Stunde oder Stunde anderthalb zum Frühstücken. Tatsächlich habe ich mir heute auch mal die Zeit genommen. Deshalb war ich ein paar Minuten später. Ja, nee, muss man auch mal machen, ja? Weil ich sag mal, immer dieses Gehetze, Gemache, Getue und nee, da brauchst du auch mal ein bisschen Ruhe. Da kannst du wenigstens mal einen Tag in der Woche. Selbst der eine Tag ist zu wenig, muss man sagen. Selbst das. So. Ah, wunderbar, guck dir das an, unser Silo. Hast du eigentlich gehört, Stallus, oder gesehen? Es gibt jetzt ein Silo-Mod. Aber leider noch nicht Multiplayer-tauglich. Schade. Ein Silo-Mod? Ein Silo-Bunker-Mod, ja. Weißt du, was der macht? Noch nicht. Der Silo-Mod. Nee, Spaß beiseite. Der fungiert wie ein Helfer. Und zwar nimmst du, wenn wir jetzt unseren New Holland nehmen würden. Ne? Ja. So. Und stellen den so in Fahrtrichtung, wie wir im Silo fahren würden. Ne? So gerade, hin und her. Ne? Ja. Und drücken dann die Taste H für Helfer. Ja. Dann soll der laut Beschreibung das Silo dann eigenständig walzen, hin und her. Ach Gott. Ja. Ich kenne das nur von Cosplay. Ja. Aber das geht nicht so wirklich. Ja, also, das ist, es ist auch nochmal so eine ganz gediegene Einstellerei-Sache bei Cosplay. Ja. So. Aber der Mod soll dann da so fungieren, weißt du? So, und soll dann hin und her stüppeln. Ist der schon draußen? Der ist schon draußen für Singleplayer, aber Multiplayer halt nicht so. So, ist für mich wieder schade, weil ich habe alle Games, mache ich Multiplayer. Ja. Weil da kann ich dann immer mit Ruhe sagen, die Mod funktionieren. Ja. Weißt du? So. Deswegen, also ich weiß gar nicht auch, wann ich das letzte Mal, selbst hier ist ja Multiplayer, ist ja klar, so, aber ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie Singleplayer-Spiel gestartet habe. Wobei ich das gar nicht so richtig verstehen kann. Also ich habe das sehr oft schon gehört, auch von anderen, die sagen, oh, weißt du was, ich bin nur im Multiplayer unterwegs und weiß gar nicht, Singleplayer, da habe ich gar keinen Spielstand oder so, ne? So, fertig! Ja, wunderbar. Wunderbar. Aber das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so verstehen. Ich sag mal, ich habe ja auch mein Projekt oder meine privaten Dinge da und so, was ich alles im Singleplayer habe. Deshalb, wenn ich weiß, ich gehe in ein Safe-Game oder in ein Game rein, was ich mit Multiplayer machen möchte, wo andere mitspielen, dann gehe ich auch in Multiplayer rein. Aber dann gehe ich her und schieße das alles bei mir auf den Server drauf, ne? Also der Online-Server dann. Ja. Aber sonst, wenn ich weiß, bei dem Game oder bei dem Spielstand, wie auch immer, da bin ich allein unterwegs, dann gehe ich immer im Singleplayer.
Okay. Immer. Ich mache immer Multiplayer-Spiele auf, weil ich die Mods sehen will, wie die funktionieren. Oh, haut. Ah, verdammt. Ja, wie gesagt, also da ist ja auch wieder jeder anders gestrickt, sozusagen, ne? Richtig. Ich bin so gestrickt, dass ich ja gerade das Dach ein bisschen kniert habe. Nee. Gott sei Dank ist das noch nicht zu sehen. Oder geht das noch nicht, dass hier irgendwie ein bisschen was wegspelzt, wenn du jetzt an ein Gebäude dran fährst oder so? Oh, stell dir das mal vor, das wäre natürlich geil, ne? Was denn? Dass Hälfte von der Felge weg ist? Oder was? Wenn du jetzt an so ein Gebäude fährst hier, ne? Ja. So. Und ja, entweder verbiegst du die Planke oben hier oder reißt was vom Dach weg. Weißt du, das finde ich schön interessant. Muss ich sagen. Könnte man mal so ein Zwischending machen, irgendwie von Wreckfest und so. Oha, ja, aber dann möchte ich aber gerne dann in diesem Projekt dann der Händler sein. Ich verdiene mir ein goldenes Näschen. Ja, das glaube ich. Junge. Heftig. So, siehst du, da haben wir unser erstes Silo schon mal fertig, hey. Ja. Was ist fertig, aber, also voll ist es nicht, aber wir haben auf jeden Fall schon mal was drin. Und ich sag mal, 133.333 Liter musst du erstmal hinkriegen. Das ist eine gute Zahl. Das ist eine sehr interessante Zahl, ey. Das ist schon immer nie, ey. Andere Leute würden schon wieder sagen, da muss man erstmal drauf trinken. So ist es. Aber nicht um die Uhrzeit. Ja, obwohl, ein Schluck Kaffee geht immer. So, ne? Das stimmt. Käffchen. Ach ja, da war ja was. Mhm. So, dann. Prostata. Ah. Was? Der Horst ist da? Wie jetzt? Nicht der Horst ist da. Ach so. Ach Gott. Sonntagmorgens. Und das Dummgeschwalle geht schon, hängt schon wieder ein. Das Dummgeschwalle geht los und ich merke in letzter Zeit immer öfters, dass Sonntagmorgens irgendwie ziemlich viele Leute Zeit haben und meinen dann genau dann etwas abklären zu müssen. Meinst du mich, weil ich schon früh eine Nachricht in die Gruppe geschrieben habe? Nein, tatsächlich nicht. Ich meinte jetzt so, sag ich mal, aus dem Privaten oder auch aus dem Verein raus. Ja. Oh, wo ich mir nur dachte, ganze Woche hörst du nichts. Ab am Sonntagmorgen, wenn du wirklich mal Zeit haben willst, so. Ne? Da gehen sie dir auf den Rettich, ne? Ah, da könnte ich ja aus der Hose hüppen, ne? Ja, Junge, gut, das kenne ich. Das kenne ich sehr gut. So, stellen wir unsere Walzen hier her. Ja. Wenn ich gerade das Gebäude hier angucke, ne? Sag mal, ich bin gerade am Überlegen, ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich eine coole Map, die jetzt, sag ich mal, auch für mittelgroße Traktoren gemacht ist? Auch so ein bisschen Altbaustil, aber auch nicht so eng. Weiß ich jetzt gar nicht. YouTuberinus, wenn ihr was wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Wir überlegen mal weiter. Weil das wäre nämlich für mich auch ganz interessant. Hast du nämlich noch eine kleine kuschelige Map? Also ich sag mal, ich hatte ja schon mal so ein Projekt gemacht auf der Osada. Die Osada. Na ja, gut, die ist gut, aber die holt mich nicht unbedingt da. Weißt du? Ich habe mir da auch den Hof komplett umgebaut, ne? Aber sonst so von den Feldern und so, ich fand die sehr, sehr idyllisch und auch von den Feldgrößen, ich fand die gut. Okay. Also, ich benutze meine Tür wie jeder normale Mensch, ne? Ja gut. So. Ein Tor kann nicht liegen, das war ja auf. So, was machen wir? Junge. Ja, wir machen jetzt Folgendes. Pass auf, ich kaufe mal den Anhänger, du kannst ja schon mal mit dem W50, der noch beim Händler steht, erstmal wieder herkommen. Und ich hole uns mal unseren Anhänger. So, ich kaufe uns gleich mal zwei Kettensägen, weil, ne, wir haben ja gesagt, meine Lieben. Ach ja, eine reicht ja. Und da können wir alle die Kettensäge benutzen. Hm. Ja gut, Forst ist eine Weile her. So, und das ist richtig. Das ist so eine Sache. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem kleinen N, das ist ein Solution for Smaller Farms an. So, also dem M160 Lader. Aha. Ich kauf den mal. Da komm ich mit. So. Und warum? Oh nein, hast du gesehen? Hä? Hast du gesehen? Ja. Ja, ist doch schön, oder?
Ja, man muss nachher mal gucken mit der Steuerung, weil seitdem ja bei einem gewissen Projekt eine Challenge war, habe ich irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas noch nicht so stimmt. Ist irgendwie entweder alles ganz schnell oder... Ach so, ah ja, das habe ich runtergesetzt. Das habe ich runtergesetzt, weil das ging ja gar nicht. Das, also die 300, ne, also holla die Waldfee. Junge, Junge, Junge. So, aber meine lieben YouTuberinos, ne, wie das hier dann so vonstatten geht und wo wir einen Ausflug hinmachen, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ja, schaut da gerne vorbei, ist alles so rund in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, da hat es sich bequem gemacht mit meinem Tuch. Guckt nicht so sehr in diesem Sinne, lasst bleibt da. Hallo. Bitte, bitte. Tschüss.